In der folgenden Episode zeigen wir unterschiedliche Möglichkeiten, sprechen über eigene Erfahrungen und verwenden verschiedene Produkte. Dabei handelt es sich um unseren Blickwinkel, wir sind aber auch sehr auf eure Meinung und Erfahrungen gespannt. Und nun viel Spaß mit einer neuen Folge T-Basics. Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge T-Basics. Heute geht es um den Unterschied zwischen Acrylwashes und Emaillewashes. Was ist der entscheidendste und gröbste Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Washes? Ja, hier sind einfach Pigmente in einem Terpentinersatz aufgelöst und hier sind einfach Pigmente in einem Acrylmedium aufgelöst. Das ist erstmal so der grobe Unterschied. Was können wir mit diesen beiden Washes anstellen? Das zeige ich euch gleich mal in der Nahansicht. Aber vorerst nochmal Acrylwashes. Das ist eigentlich so das Ding, was wir eigentlich immer im Tabletop-Bereich finden. Ne? Das Emaillewash kommt eher so aus dem Modellbau, Plastikmodellbau, typischen, klassischen Modellbau und Dioramenbau. Auch aus der Eisenbahnecke. Und die Acrylwashes finden wir eigentlich schon seit Ewigkeiten natürlich auch im Tabletop-Markt. Die Ölwashes kommen jetzt immer mehr zu uns in unsere Szene mit rein, weil sich natürlich alles so ein bisschen miteinander verbindet. Die Modellbauer können super von den Tabletop-Spielern lernen und die Tabletop-Spieler können super von den Modellbauern lernen. Bis zu einem bestimmten Grad ist das auch alles super kompatibel und irgendwann trennt sich dann doch nochmal die Spreu von dem Weizen. So, aber Ölfarben haben natürlich, ist jetzt nichts Neues. Man kann da jetzt auch seine ganz eigenen Ölwashes erstellen. Genauso wie wir das natürlich auch mit unseren Acrylwashes machen können. Es gibt schon genug Videos auf YouTube hier, wo einige Content Creator gezeigt haben, wie man das macht. Auch ganz einfach geht es einfach. Nehmt euch eine Acrylfarbe, nehmt euch viel Wasser und einen Tropfen Spüli und schon habt ihr euer eigenes Wash hergestellt. Da kommt es natürlich auf die richtige Zusammensetzung an. Nehme ich jetzt 2-3 Tropfen Spüli, nehme ich einen ganzen Schuss Spüli, nehme ich nur einen Tropfen Spüli, wie viel Wasser nehme ich, was für Wasser nehme ich, nehme ich destilliertes Wasser, nehme ich Leitungswasser. Da kommt es dann wahrscheinlich auf die richtige Mischung an und was anderes wird das hier dann auch nicht sein. Genauso ist das natürlich auch hier. Wir nehmen uns einfach eine Packung Ölfarben, besorgen uns Terpentinersatz oder vielleicht einen Odorless Thinner, der ist nicht so scharf. Wir vermischen das einfach miteinander und wir haben einfach auch unser eigenes Wash hergestellt. Aber der Tabletop-Spieler ist natürlich auch von Grund auf faul, also kaufen wir natürlich fertige Washes. Nein, wir sind natürlich nicht faul, aber es ist natürlich praktisch. Inzwischen gibt es so viele verschiedene Hersteller von Washes. Ich habe hier zum Beispiel jetzt Vallejo, ich habe hier natürlich Citadel, ich habe hier Army Painter und wir haben noch ganz, ganz viele andere Firmen, die inzwischen Acrylwashes herstellen. Da haben wir auch richtig schöne Farbtöne, das heißt, wir müssen uns da nichts extra anmischen. Wir können direkt aus dem Pot meistens auch arbeiten, wobei ich eigentlich fast jedes Wash auch immer noch verdünne, ein bisschen mit einem Spritzer Glasreiniger. Und was ist jetzt der große Unterschied zwischen diesen beiden Washes? Ja, der große Unterschied ist, dass wir das Ölwash oder das Emaillewash in dem Fall, können wir einfach super noch, nachdem es getrocknet ist, entfernen. Das können wir bei einem Acrylwash nicht machen. Da müssen wir direkt arbeiten. Auch hier gibt es verschiedene Methoden, wie man da vorgehen kann. Man kann es, wenn wir direkt aus dem Pot arbeiten, haben wir meistens wirklich schöne, unschöne Flecken. Schöne, unschöne Flecken. Wir haben unschöne Flecken, die dann auf der Miniatur zum Beispiel austrocknen. Das sieht einfach furchtbar aus. Das heißt, wir müssen wieder nacharbeiten, nachmalen und so weiter. Wenn wir es verdünnen, wird das schon besser. Wenn wir es verdünnen, können wir auch damit lasieren. Das heißt, wir filtern das Modell einfach runter. Das ist bei einem Acrylwash. Das können wir aber nachträglich nicht mehr entfernen. Wir können auch das Modell vorher mit Wasser einsprühen. Zum Beispiel bei größeren Fahrzeugen oder so sprühen wir das ganze Modell mit Wasser ein oder pinseln mit Wasser ein und dann ziehen wir das Wash stark verdünnt drüber. Auch dort können wir super lasieren, können dort Verwitterungseffekte machen und. Aber da müssen wir schnell arbeiten, weil das Wasser natürlich auch in einer relativ kurzen Zeit verdunstet. Und das heißt, wir können das nachträglich auch einfach nicht mehr entfernen. Wenn es trocken ist, dann ist es trocken. Das ist hier ganz anders. Hier können wir direkt... Wir können erstens mal sehr gezielt arbeiten, weil es sehr, sehr dünnflüssig ist und einfach super deckend auch ist. Das heißt, wenn ich einen Acrylwash extrem stark verdünne, dann ist die Farbintensivität natürlich auch extrem niedrig. Das heißt, wir müssen da mit mehreren Schichten arbeiten. Mit so einem Wash kann ich schon einen extremen Schatten erzeugen. Ich brauche nur eine Pinselspitze nehmen, tauche den ein, lasse den in eine Rille
einmal antropfen und das läuft von automatisch. Dann habe ich lediglich vorne vielleicht, wo ich antropfe, ich nenne es jetzt einfach mal so, habe ich vielleicht einen kleinen Fleck. Den kann ich aber im Nachhinein super entfernen, indem ich einfach mit einem Odorless Spinner oder mit einem Terpentinersatz einfach rangehe, mit einem Wattestäbchen oder mit einem Tuch und entferne das einfach. Ich greife keine Acrylfarbe damit an, sondern entferne lediglich nur dieses Wash. Damit kann ich natürlich sehr, sehr gezielt arbeiten. Das ist zum Beispiel super für Panel-Lining an Flugzeugen oder auch Fahrzeugen, Militärfahrzeuge und. Da kann man super einfach diese ganzen feinen Rillen einfach super mit abschattieren. Aber wir können natürlich auch großflächig arbeiten. Wir können auch hier das als Filter nutzen, als Lasur nutzen, wenn wir es noch weiter verdünnen. Auch dort lassen sich richtig schöne Verwitterungseffekte erzielen. Oder natürlich die typischen Streaking Grimes, die wir ziehen können, im Nachhinein wieder runterfiltern. Also mit solchen Ölfarben kann man einfach sehr, sehr schöne Verwitterungseffekte erzeugen, aber auch starke Schatten einfach erzeugen und das sehr, sehr sauber. Ich verstehe bis heute nicht, warum ihr da draußen, ihr malt alle ganz, ganz viel Warhammer 40k zum Beispiel an. Also ich glaube, ihr nicht, weil so viele Zuschauer haben wir, glaube ich, nicht, die Warhammer 40k spielen. Aber ich gehe mal von dem Großteil aus und ich verstehe bis heute nicht, warum ihr keine Ölfarben für eure Warhammer 40k Miniatur nutzt. Die sind doch dafür prädestiniert. Gerade Space Marines. Das ist doch mega. Ihr zieht einfach schön zwei, drei Schichten mit der Airbrush drauf, schattiert die einfach komplett mit Ölfarben ab, zieht alle überschüssigen Reste weg und ihr habt ein super toll abschattiertes Modell. Warum macht ihr das nicht? Würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, warum ihr das noch nicht ausprobiert habt oder warum ihr euch davor scheut. Aber wo wir gerade beim Thema Scheuen sind, ich glaube, das ist auch so ein Thema. Ölfarben ist noch nicht so bekannt. Wir haben einige Hersteller, die Ölfarben anbieten. Das ist ja in der Regel AK Interactive. Wir haben MIG, wir haben Abteilung 502. Ansonsten geht es natürlich in den Künstlerbereich, wo man Ölfarben bekommt. Aber wir haben jetzt nicht so die großartigen Hersteller, die das so anbieten. Das heißt, es ist immer sehr auf den klassischen Modellbau fixiert, auf den Militärbau auf jeden Fall, auf den historischen Modellbau auch. Historische Tabletop, da werden viele Ölfarben verwendet. Aber so im Fantasy- und Sci-Fi-Bereich habe ich das noch nicht so oft gesehen. Also im Fantasy-Bereich noch gar nicht, im Sci-Fi-Bereich ja ab und an. Und natürlich im Verwittern, da sehe ich das auch immer mal wieder. Aber so richtig angekommen scheint es noch nicht. Warum eigentlich nicht? Traut ihr euch nicht? Dabei ist das eigentlich viel, viel leichter als ja, Arbeiten mit Acrylwashes. Ja, und ich würde sagen, ich habe hier wieder ein paar Teile vorbereitet. Ich habe keine Miniaturen, sondern ich habe wieder ein paar, weil ich davon so viel habe, ein paar Mauerstücke und hier Dachziegel und so weiter. Aber wir wollen einfach nur mal ja den Effekt testen, den Unterschied zwischen diesen beiden Washes. Wir zeigen euch jetzt heute nicht irgendwie, wie man damit Miniaturen bemalt, sondern einfach nur der große Unterschied. Ne? Natürlich, wie immer, ich bin kein Chemiker, ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Ich weiß nur aus meinen persönlichen Erfahrungen, was ich wofür nutze. So, also Ölfarben nutze ich gerne für Space Marines, wenn ich sie bemale. Ansonsten tatsächlich für Fahrzeuge, Verwitterungseffekte jeglicher Art. Egal ob an Miniaturen oder Fahrzeugen, Gebäude, Gelände. Dafür nutze ich das auf jeden Fall auch. Acrylwashes finden bei mir Verwendung in der Miniaturbemalung, aber auch im Geländebau. Na, es ist halt je nachdem, aber tatsächlich ist die Ölfarben tatsächlich mehr auf Fahrzeuge und ja, Verwitterung beschränkt. Also da male ich tatsächlich auch nicht so viel mit. Ne? Also ich benutze es gerne als Filter, ich benutze es als reinen Schatten, als reines Wash und natürlich als Verwitterung. Und die Washes selber. Ja, so, ich bin nicht so der Lasurtyp. Mache ich, also wenn dann komplett. Ne? Dann mache ich zum Beispiel, mit Washes kann man zum Beispiel auch super Tyranniden anmalen. Ne? Man grundiert sie weiß oder in einem hellen Beige-Ton und dann fängt man an mit Washes einfach zu arbeiten. Und dann finde ich, dann ist das ein schöner Effekt, aber das muss dann über die komplette Miniatur gehen. Das heißt, wenn ich irgendwie. Deswegen steht einem nur eine begrenzte Farbpalette dann auch leider zur Verfügung. Aber ich habe zum Beispiel mal eine Ork-Armee bemalt, die nur aus Washes bestand. Das heißt, ich habe mit einem grünen Wash die Haut, Rot- und Metalleffekte habe ich nur gewascht. Tatsächlich das Einzige, selbst Schwarz habe ich gewascht. Wie gesagt, das Einzige war tatsächlich der Metalleffekt, was kein Wash war. Aber da bin ich dann halt mit einem roten Wash wiederum rübergegangen. Und dann sieht das auch wirklich schick aus. Wenn diese ganze Armee nur mit Washes bemalt wird, das sieht schon cool aus. Oder gerade auch bei Zombies, Zombieside zum Beispiel, The Walking Dead, die Zombies kann man super nur mit Washes bemalen. Geht hervorragend, aber wenn, dann tatsächlich nur mit Washes.
Aber wir schweifen ab, wir wollen ja nur den Unterschied in der Anwendung wissen. Und das zeige ich euch jetzt. Wir gehen runter auf den Tisch und probieren ein bisschen rum. So, ich habe jetzt zweimal die gleiche Dachziegelstruktur und wir beginnen einfach mal mit einem ganz klassischen Agrastar Shade. Ich nehme das jetzt auch straight out of pot, also ich mache da gar nichts verdünnen oder sonst irgendwas. So, wir sehen hier, wir färben damit die komplette Fläche ein. Und wir schattieren natürlich auch sämtliche Vertiefungen. Jetzt haben wir die ganze Platte einmal eingepinselt und jetzt müssen wir natürlich irgendwie sehen, dass wir das wieder ein bisschen abbekommen. Das heißt, wir können jetzt anfangen und das abtupfen. Das funktioniert, ziehen teilweise aber auch wieder die Schattierung aus den Fugen mit raus. Das wollen wir natürlich nicht, denn die sollen natürlich abschattiert bleiben. Wie kriegen wir das jetzt trotzdem weg? Wir kriegen es eigentlich gar nicht weg. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen abtupfen, wir können dann wieder nochmal nachkolorieren, wenn wir was aus den Rillen gezogen haben. Aber eigentlich müssen wir jetzt warten, bis das komplett trocken ist und dann müssen wir mit der Grundfarbe wieder rübergehen, es trockenbürsten und dann nochmal aufhellen und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich keine Möglichkeit, das im Nachhinein abzuziehen. Kommen wir zu einem Emaille Wash. Ich tauche den Pinsel einmal ein. Und ihr seht schon, das ist natürlich sehr, sehr dunkel. Aber auch hier färben wir die kompletten Rillen ein. Und wir haben es natürlich auch einmal komplett abgefärbt. Und das sogar noch stärker als das Agrax Earth Shade. Jetzt müssen wir erstmal kurz warten. Wir müssen beide trocknen. So, beide Platten sind jetzt trocken oder fast trocken. Wir sehen jetzt hier natürlich auch einen gewaltigen Farbunterschied. Hier ist das Agrax Earth Shade. Wir haben einmal die komplette Fläche eingepinselt. Es ist nachgedunkelt. Hier ist die Ölfarbe, auch hier extrem nachgedunkelt natürlich, aber unsere Schattierungen sind auf beiden Seiten auf jeden Fall vorhanden. So, hier können wir jetzt erstmal nichts machen. Wir können das Wash nicht entfernen. Das heißt, wir werden jetzt hier mit unserer Originalfarbe trockenbürsten, damit wir den Originalfarbton wieder hinbekommen und natürlich auch ein paar unschöne Flecken hier ausbügeln können. Und dann werden wir es vielleicht nochmal final trockenbürsten mit einem hellen Farbton. So, hier werden wir das Wash einfach abziehen. Dazu nutzen wir hier zum Beispiel ein Odorless Thinner. Ich nehme den von Abteilung 502 und nehme uns ein Tuch oder ein Wattestäbchen und reiben über die Fläche. So sieht das Stück jetzt nun aus, nachdem ich das mit dem Tuch abgerieben habe. Das kann man natürlich jetzt noch sauberer machen. Aber was sehen wir? Wir haben natürlich einen Farbunterschied. Denn hier haben wir unseren Originalfarbton, den wir vorher auch aufgetragen haben und haben lediglich das Wash entfernt. Hier haben wir das Problem, dass unser Wash das komplett runtergefiltert hat in einen anderen Farbton. Das heißt, wir haben nicht mehr den Originalfarbton, den wir hier haben. Das ist so auf jeden Fall auch ein Nachteil. Ja, das ist jetzt natürlich nicht alles, was man damit machen kann. Das ist jetzt vielleicht auch ein blödes Beispiel, weil wir hier extrem viel Struktur haben. Aber wir nehmen nochmal ein anderes Beispiel. Beispiel, ihr wollt zum Beispiel nur die Schattierung um diesen Rahmen haben. Oder zum Beispiel nur die Schattierung um diese Steine. Dann nehmen wir uns einen Ölwash. Und lassen es tatsächlich auch nur um diesen Rahmen laufen. Und ihr seht schon, das verteilt sich von ganz automatisch. Ihr braucht da gar nicht groß nachhelfen. Und das sind natürlich sehr, sehr tiefe Rillen. So, und jetzt haben wir das Wash nur an diesen Stellen, wo wir es auch haben wollen. Und wenn ihr jetzt hier doch mal übergemalt habt, dann ist es kein Problem im Nachgang, das Ganze wieder zu entfernen. Das heißt, ihr könnt einfach auch so bestimmte Flächen nur einfärben und solltet ihr da ein bisschen rumgemanscht haben, dann könnt ihr das jederzeit nach dem Trocknen wieder entfernen. Beziehungsweise ihr könnt das jetzt auch schon im feuchten Zustand einfach noch entfernen und wenn es dann angetrocknet ist, geht das natürlich auch noch. Das ist eigentlich so der grobe Unterschied zwischen einem Acrylwash und einem Ölwash oder Emaillewash. Wir können einfach im Nachhinein einfach noch viele Sachen einfach entfernen. Das, wenn wir mal rumgesaut haben oder übergemalt haben mit dem Wash. Und natürlich können wir auch viele schöne Verwitterungseffekte erzeugen. Und wir können die Farben einfach richtig schön runterfiltern. Wir können das richtig schön erblassen lassen, die Farben. Und das geht mit einem Acrylwash sehr, sehr schwierig. Sagen wir es mal so. Und wir können es nicht im Nachhinein bearbeiten, sondern es ist halt einfach, wir müssen es halt in dem Zustand machen, wo wir es halt auch auftragen. Wir können nicht erst warten. Bei einem Ölwash ist es einfach so, wir tragen einfach die Streaking Grimes erstmal grob auf, lassen das antrocknen und dann gehen wir mit einem Verdünner daher, mit einem trockenen Pinsel, tauchen den einmal kurz ein, machen den schön trocken wieder und dann ziehen wir unsere Verwitterungsspuren. Das können wir einfach im Nachhinein machen. Und sollten die Verwitterungsspuren nicht geklappt haben, dann entfernen wir die Farbe einfach wieder komplett, ziehen die Streaking Grimes neu und machen das Ganze nochmal. Das ist einfach so der grobe Unterschied zwischen Emaille Wash
und eine Acrylwash. Wie gesagt, das Thema dieser Sendung ist nicht, was kann ich alles mit Washes machen und so weiter, sondern es ging lediglich um die Aufklärung, was ist einfach der Unterschied zwischen diesen beiden Washes. Was kann ich damit machen, die Anwendungsgebiete. Und ich glaube, das ist das, was ich damit machen kann. Ne? Also ich kann mit beiden Washes abschattieren, aber der große Vorteil ist einfach, dass ich einfach im Nachhinein einfach noch ganz viel damit machen kann. Und das habe ich bei einem Acrylwash nicht, sondern ich muss es dann machen, wenn es noch feucht ist. Und das ist bei einem Ölwash halt einfach, oder im Emaillewash ist es halt nicht so. Ne? Da kann ich im Nachhinein einfach ganz, ganz viel machen. Und das ist einfach so der grobe Unterschied zwischen diesen beiden Produkten. Und natürlich, dass ja, ich einen Acrylwash nicht mit Terpentinersatz oder und Odorless Cleaner verdünnen kann. Und andersrum kann ich natürlich das Emaillewash nicht mit Wasser verdünnen. Das ist natürlich auch noch ein ganz, ganz großer Unterschied. Aber traut euch ruhig mal ran an diese ganzen Farben. AK, Abteilung, MIG haben eine riesen Farbpalette, super tolle Effekte. Inzwischen sind die Internetseiten auch sehr, sehr gut geupdatet, was Sheets angeht. Das heißt, sie haben sehr, sehr gute Erklärungen da. Auf YouTube findet ihr viele Videos, bei uns auf dem Kanal findet ihr einiges zu solchen Produkten, was man damit alles machen kann. Wie gesagt, zum Abschattieren von Fahrzeugen und Co., Space Marines, mega gut. Und natürlich allein fürs Weathering kann man einfach ultra krasse Effekte mit erzielen. Genauso auch zum Beispiel Verwitterungsspuren von getrockneter Erde, nassem Schlamm und so weiter. Das tragt ihr alles auf, lasst es kurz antrocknen und dann erst später, wenn es angetrocknet ist, fangt ihr wirklich mit der Bearbeitung an. Das heißt, ihr filtert das runter, ihr blendet das mit dem Fahrzeug und das geht einfach sehr, sehr gut. Zieht euch ruhig mal die Seiten von AK rein. Da haben sie wirklich schöne PDFs hinterlegt mit Erklärung. Ansonsten findet ihr die Produkte natürlich bei uns im Marke Eigenbaushop und natürlich auch bei PK Pro, unserem Partner natürlich. Ja, das war es jetzt erstmal zu dieser kurzen Erklärung. Ne? Also nicht falsch verstehen die Sendung. Wir können das Thema Washes und Co. einfach nochmal behandeln. Es geht hier nicht darum zu erklären, was ist ein Wash, sondern es ging einfach nur um die Frage von einem Zuschauer, was sind die Unterschiede zwischen einem Emaillewash und einem Acrylwash. Ich glaube, damit habe ich die Frage, glaube ich, beantwortet. Sollte ich sie nicht beantwortet haben und sollte ich diese Frage falsch verstanden haben, dann schreibt es gerne nochmal hier unten in die Kommentare rein. Ansonsten, ja, schreibt gerne auch nochmal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen mit Ölwashes gemacht habt, Acrylwashes. Was sind da eure Favoriten? Schreibt es gerne mal rein. Das war's. Wir sehen uns dann am Samstag zu einer neuen Folge TBTV. Nächste Woche Mittwoch dann wieder T-Basics. Das war's für heute. Klappe zu und bis denn. Tschüss.